Oberleiterbach im Landkreis Bamberg. 2009 steht hier die Dorferneuerung an. Dann ist die Idee geboren, doch ein Nahwärmenetz zu realisieren, um uns für die Zukunft in Oberleiterbach sauber aufzustellen. Gesagt, getan. Okay, 4 Jahre dauert es, bis die zentrale Heizanlage fertiggestellt ist und bis das Gesamtkonzept steht, das einen wirtschaftlichen Betrieb garantiert. Wir haben in Oberleiterbach eben die Biogasanlage, die über das BHKW Abwärme zur Verfügung stellt. Diese Abwärme speichern wir in einem großen Pufferspeicher. Wir haben dort 50.000 Liter Wasser zur Verfügung. Und dieses warme Wasser nutzen wir, um die einzelnen Haushalte mit Wärme zu versorgen. Als Backup steht im Heizhaus eine Hackschnitzelheizung zur Verfügung. Die Anlage betreibt die Energiegenossenschaft Oberleiterbach übrigens heute in kompletter Eigenregie. 37 Haushalte sind ans Wärmenetz angeschlossen. Der Aufwand dafür ist gar nicht einmal so groß. Das ist die Wärmeübergabestation. Die ist in jedem Haushalt der 37 Anschlussnehmer installiert. Die Heizung an sich ist dieser kleine Wärmetauscher hier, der nur diese 15 Meter Breite und 50 Zentimeter Länge besitzt. Hier findet der Wärmeübergang statt von der Energiegenossenschaft zur Verfügung gestellten Wärme zum Wärmekunden. Aus der Region für die Region. Preiswürdiges Engagement aus Oberleiterbach im Landkreis Bamberg.